Hallihallo und herzlich willkommen bei Batman Arkham Origins. Ich bin der Baume und in der letzten Folge haben wir uns ein Level-Up verdient, indem wir wieder ein Verbrechen im Gange beseitigt haben. Und das will ich jetzt mal investieren. Was haben wir denn hier? Kritischer Konter. Durch kritische Konter verdoppelt sich der Schaden eines Konters, zudem steigt deine Combo um 2 Punkte. Geil! Dann können wir mit Konter nämlich richtig geil die Combo hochkriegen. Und man muss hier echt viel kontern. So, ich ziehe jetzt mal nach wie vor die Nahkampfverbesserungen durch. Und wenn wir mit denen dann fertig sind, widme ich mich der Unsichtbarkeitsschleicherei. Weil ich bin eine Kombo-Hure und darum machen wir das so. Punkt. Gut, weiter geht's. Was ist denn das? Nichts von Bedeutung. Wo will ich hin? Ich hatte mir was auf der Karte markiert. Und zwar einen Informanten vom Riddler, der mir nicht viel gebracht hat. So, nee, halt, ich will was anderes. Zoom mal rein, bitte. Ja, das, genau, das Waffenlager vom Pinguin will ich mir erstmal krallen. Denn wir haben jetzt einen Verbündete oder überhaupt unseren ersten Verbündeten im Gotham City Police Department. Und das ist die Tochter von, oh Gott, wie heißt sie nochmal? Gordon. Auf jeden Fall von Gordon. Gordons Tochter, Barbara. Und die hilft uns in den Polizeicomputer hinein zu hacken. Gleichzeitig, weil sie aber so eine gute Hackerin ist. Moment, halt, jetzt habe ich den Strom nicht getroffen. Ich wüsste aber auch gar nicht, wo ich denn mit Strom hin soll. Aber was haben wir... halt, das kann man ja kaputt machen. Moment, das kriege ich auch mit dem Batarang. Kaputt. Zack, wenn ich einmal schon hier unten in der Ecke bin. Das müsste doch eigentlich gehen. Sehr gut. So, und was machen wir hier mit dem Strom? Wo kommt denn der hin? Wo Strom ist, braucht man den ferngesteuerten Batarang. Und da ist auch irgendwo so eine Konsole nicht weit, wo man den dann reinjagen kann, nachdem man ihn aufgeladen hat, an dem Strom. Das ist einfach immer so. Das ist überall so. Da gibt es nichts zu hinterfragen. Was ist das? Ein Ziel für unseren Strom. Jetzt können wir den endlich benutzen. So, Moment, halt, halt. Ja, perfekt. Schön. Und darüber, darüber. Man muss einfach die Zeichen lesen. Und dazu braucht man manchmal einen Dolmetscher. Aber ich versuche euch ja Tipps zu geben, so gut wie es geht, so gut wie ich das weiß. Und jetzt können wir uns den Mister krallen. Wupp. Schön. Schön, schön. Es wird langsam, es wird langsam. Immer mehr XP. Ich bin meiner Zeit, wenn man so will, immer mehr voraus. Und so, umso leichter wird es dann am Ende. Umso mehr Mühe wir uns jetzt geben, umso leichter wird es am Ende. Ups, kannst du da dich einfach nur hängen lassen? Ach nee, schade. Hup. Bam, bam. Ich weiß nicht, wieso ich euch verprügel. Eigentlich seid ihr ja nett. Nicht schießen, nicht schießen. Na, 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 ich hab dich gewarnt. Ich hab dich gewarnt. Oh, du bist dem Ding ausgewichen. Das gibt's ja wohl nicht. Ups. Hup. Hup. Wahaha, ich hab dir gesagt, nicht schießen, Mann. Täuben und jetzt das Maschinengewehr. Bumm, Kopfnuss. So, wo ist die Waffenlieferung vom Police Department mit Militärsachen, die an den Pinguin gehen soll? Jetzt wissen wir auch endlich mal, wo der Pinguin ständig seinen ganzen Waffenmist herkriegt. Wo ist das denn? Hallo, wo ist das denn? Wo ist das denn? Das ist er. Ihr habt mich aber schnell gefunden. Uah. Kommt, kommt, müsst ihr mich wirklich immer wieder herausfordern. Habt ihr nicht irgendwann mal genug? Hat sich nicht langsam die Kunde verbreitet? Wobei es ist ja immer noch ein und derselbe Abend. So schnell ist der Buschfunk dann, glaube ich, doch wieder nicht, dass die Leute sagen, oh, OMG, der Batman ist hier. Wir sollten lieber aufhören, um mit Dinger zu drehen jeden Abend. Vor allem am Weihnachtsabend. Wisst ihr denn überhaupt nicht, was ich gehört? Ruhe. Warum treibt ihr euch auf Dächern rum? Ganz egal, was ich gemacht habe. Ich habe mich noch nie auf Dächern rumgetrieben. Und ja, das ist, wäre gelogen. Ich war schon auf ein paar Dächern. Aber erstens nur ganz selten. Und zweitens, ja, ich weiß nicht. Ist irgendwie schon cool, aber... es war irgendwie immer sinnlos, weil da ist ja nichts auf dem Dach. Was willst du denn da machen? Du kannst ja hier auch kein krummes Ding drehen oder sonst irgendwie Scheiße bauen. Wieso macht er denn keine Combo? Ich hätte es doch gerade machen können. Hm, schade. Warum ich das mache? Die Frage ist, warum macht ihr das? 103. Mal sehen, was du drauf hast. Oh, stimmt. Wir haben außerdem ein paar Dinge zu diskutieren. Haben wir das? Dafür haben wir Zeit, wenn du fertig bist.
Das heißt, falls du dazu in der Lage bist. Okay, Edward, dann, oh, ich muss dort irgendwie hoch, aber da ist überall Stacheldraht. Da komme ich nicht hin. Das ist ja jetzt sehr schade. Wie komme ich denn da? Das ist immer ein cooles Rätsel. Moment. Ich finde immer noch die Spuren im Schnee so cool. Ich finde das einfach genial. Ich konnte es noch in keinem anderen Spiel so richtig schön, so schön sehen. Ein Ankerpunkt. Oh, oh, noch ein Ankerpunkt. Moment. Ja, ja, ja. Für sowas habe ich gesucht. Schwupp. Hui. Hast du aufgegeben? Nicht traurig sein. Dein Intellekt ist nicht für so etwas gedacht. Ich hole mir mal ein bisschen Schwung. Moment. Und jetzt die... nochmal. Und jetzt die Seilrutsche. Und mit der Wand durch die Tür. Was? Da ist ja das Gerät. Schön, dann können wir dich jetzt hacken. Und Edward will ein bisschen quatschen. Das ist schön. Ungefähr. Ich erhöhe den Einsatz, Bethany. Genau wie versprochen. Pass auf, wo du hintrittst. Du erhöhst den Einsatz? Komm ich hier durch? Nein. Was? Oh, er hat mich eingesperrt. Nein, Glück hat er mir einen Lüftungsschacht dagelassen. Hätte er doch wissen müssen. Oh Mann, dem Gitter hast du aber gezeigt, wer hier der Boss ist. Machst du dich etwa über mich lustig? Warte mal, wieso kann ich mich hier nicht hochziehen? Wieso zieht er sich denn nicht hoch? Komm, wir machen das einfach normal, vielleicht zieht er sich ja jetzt hoch. Hä? Batman, mach mich nicht unglücklich. Wieso zieht er sich denn da nicht hoch? Hallo? Ich drücke A? B? Ich drücke alle möglichen Knöpfe, die ich so habe. Wieso macht er das denn nicht? Ich nehme mal jetzt die Tastatur dazu. Hallo? F. Was ist denn hier los? Wieso komme ich denn da nicht durch? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Hier ist doch nichts, was mich dran hindert. Ist das Teil des Rätsels? Oder ist das ein Fehler? Das habe ich ja schon gehackt. Das würde er jetzt nicht nochmal machen. Hören wir halt erstmal eine Runde Radio. Der Funkrad keiner gut, habe ich anscheinend ein bisschen für Chaos gesorgt. Auf dem Dach der Gotham Broadcasting Company. Benötigen 1059. Ja, ja, 1059. Anarchy und ihr hört Freewave. Radio vom Volk für das Volk. Die heutige Nacht würde ich gerne mit einer Lesung von Plain Words beginnen. Aber zuerst ein bisschen Hintergrundwissen für alle, die nicht aufgepasst haben. Okay, ich brauche Hintergrundwissen. Im Sommer 1919 wurden die Vereinigten Staaten von einer Reihe von Anschlägen durch Jünger von Luigi Galeani heimgesucht. Galeani war Anhänger der Philosophie, die als Propaganda durch Taten bekannt ist. Einfach gesagt ist das der Glaube, dass die Tat mächtiger wirkt als das Wort. Und Gewalttaten am mächtigsten. Im Juni ging... Langweilig. Ich will da oben durch das Loch. Jetzt zieh dich da doch mal hoch. Was ist das denn? Ich verstehe das nicht. Hä? Moment. Das verstehe ich nicht. Moment. Kann ich irgendwie neu starten? Letzten Checkpoint neu starten. Ja, ja, machen wir jetzt einfach mal. Weil das kommt mir echt vor wie ein Fehler in der Matrix. Okay, verhindere Verbrechen im Gang, um Erfahrung zu sammeln. Mache ich auf jeden Fall. Ich will den ganzen Bonusmist mitnehmen. Nicht zu 100%, weiß Gott nicht. Nein, nicht zu 100%, aber ich will den Bonusmist mitnehmen, sobald ich ihn sehe und nicht sagen, oh, was, da hinten ist irgendwas von dem und dem, da gehe ich jetzt nicht hin. Das wäre total bescheuert, weil das gibt nämlich Bonuserfahrung. Kann ich hier nicht einfach durch? Ist zu. Hm. So, okay. Schon klar. Ist da unten immer noch das Ding? Hast du aufgegeben? Nicht traurig sein. Dein Intellekt ist nicht für so etwas gedacht. Du musst jetzt wieder die Gauner kaputt hauen? Nee, will ich gar nicht. Wie, mein Intellekt ist für sowas nicht gedacht? Nee, nee, nee. Ich bin der Edward Nigma. Ich habe immer einen blöden Spruch auf der Kappe. Husch, husch. So, hier müsste doch das Dingens sein, ne? Genau, habe ich noch richtig im Kopf. So, bin ja jetzt nicht doof. Hoch da. Und dann jetzt mit Schmackes. Und zwar ein bisschen Schwung, ne? Seilrutsche, genau. Hui.
Schneller, Betsy, schneller! Und jetzt Slow-Mo! Bumm. Guti. Da haben wir das richtige Gadget. Und jetzt gehe ich mal hier so mit meinen Joysticks auf Scannerkurs ungefähr. Ja, das Passwort kenne ich noch von vorhin. Ich erhöhe den Einsatz, Batman. Genau wie versprochen. Pass auf, wo du hintrittst. So, und jetzt nehme ich mir jetzt einfach nochmal diesen scheiß Haken. Und... Oh Mann, dem Gitter hast du aber gezeigt, wer hier der Boss ist. Und ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier immer noch nicht hoch. Wieso komme ich denn hier nicht hoch? Ich drücke Dinge. Ich drücke alles auf einmal. Und dann lässt er sich fallen. Wieso denn das? So, weißt du, ich versuche jetzt mal mit dem Grapple-Schub. Aha. Die Tür geht auch nicht auf. Das ist doch alles zum Heulen. Wieso geht das denn nicht? Ich verstehe das nicht. Ist das ein Fehler? Bin ich doof? Habe ich was vergessen? Habe ich was übersehen? Da war aber nichts zu sehen. Der Detektivmodus hat auch nichts gesagt. Das Gitter habe ich runtergezogen, so. Und irgendwie wird mir gerade warm. Ich sollte mal den Pulli ausziehen. Ich schwitze. Weil ich mich wahrscheinlich aufrege, weil ich es nicht verstehe. Weil Edward ein Arschloch ist. Und weil ich den Leuten jetzt hier erstmal wieder ein bisschen meine Wut ablassen muss. War das ein kritischer Konter? Egal, Hauptsache die drei sind erstmal raus aus der Gefahrenzone. Du kommst mal her und dann legst du dich hin und du auch und du auch und du auch. Jetzt können wir wieder Multi-Ausschalten machen, das ist schön. Ich mag den Move, aber wir werden später noch bessere Moves kriegen. So. Bereit für Runde 3. Mal sehen, was du drauf hast. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich kann. Wir haben außerdem ein paar Dinge zu diskutieren. Ja, wir haben ein paar Dinge zu diskutieren. Ich suche jetzt erstmal die... Aber dafür haben wir Zeit, wenn du fertig bist. Falls du dazu in der Lage bist. Ich suche jetzt erstmal die Waffenkiste vom Pinguin. So. Und, dann werde ich die hoffentlich entschärfen. Also die Waffen, kampfunfähig machen. Und dann werde ich offscreen den Mist mit dem Riddler-Scheiß nochmal machen. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich. Wieder. Ist die Kiste etwa hier unten? Hast du aufgegeben? Nicht traurig sein. Ja, ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas kaputt. Warte mal kurz. Hier ist nicht die Waffenkiste, oder? Doch, da liegt sie. Okay. Tschu. Wusch. Weil ich probiere das jetzt einfach offscreen und ich melde mich dann in der nächsten Folge, am Anfang der nächsten Folge wieder. Ach, für nur eine, das war ja Arschloch. Da hätte ich auch was anderes machen können. So, ich melde mich dann am Anfang der nächsten Folge innerhalb des Lüftungsschachtes einfach wieder. Nachdem ich diesen Kampf hier geschlagen habe. Drei Leute, das ist immer eine gute Beute. Wupp. Und weg bist du. So, während die Musik noch tarötet, gehe ich hier rüber und mache noch die Waffenkiste fix. Hier sind ja noch mehr Cops. Ob ich das noch schaffe, bevor die Zeit vorbei ist? Moment, ich will jetzt hier einfach nur schnell hinmachen. Zack, Dreie raus. Und du bist auch weg. Und jetzt nehme ich mir noch hier fix das Gadget, damit ich all meine Missionsziele erfüllt habe. Wo muss ich denn da hinziehen? Ach da. Und mach das kaputt, dann können Pinguins Männer das nicht mehr benutzen. Gut, wieder ein Missionsziel erfüllt. 5 Waffenpots sind noch übrig, ich melde mich dann. Ich melde mich dann in der nächsten Folge wieder innerhalb des Lüftungsschachtes. 5 noch. Ich fasse es nicht, dass es Cops gibt, die zulassen, dass es diese Ausrüstung auf die Straße schafft. Beweismittel abzwacken ist schlimm genug. Aber Waffen verkaufen? Die vom Sport sollten eigentlich die Guten sein. Ja, Barbara, das stimmt. Und genau dafür gibt's mich ja. Wenn das Gesetz versagt, schlägt Batman zu. So, okay, gut. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Auch, dass wir da jetzt gerade tierisch festhängen, aber es kommt mir echt vor wie ein Fehler im Spiel. Ich sehe nicht ein, warum ich da nicht reinkriechen kann in den geöffneten Lüftungsschacht. Also ich hoffe doch mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in dem Lüftungsschacht. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Cheerio!